Willkommen zurück bei Bayern 04 Leverkusen im FM 23. Ihr seid bei Let's Splinter und ihr seht es. Wir haben ein Champions League Achtelfinale vor der Brust und ich freue mich sehr auf diese Partie. Es ist ein wahrer Leckerbissen für die Fans in der Bayer Arena. Es ist Inter Mailand, die schon mit Eintracht Frankfurt einen deutschen Gegner in der Gruppenphase hatten. Ihr seht das. Und die Frankfurter haben es tatsächlich bewerkstelligt, gegen Inter Mailand zu Hause zu gewinnen. Ist das ein gutes Omen für uns oder haben wir hier keine Chance? Wir werden es herausfinden in der neuen Folge. Wie immer freue ich mich, dass ihr da seid. Drückt doch gerne auf den Abo-Knopf. Los geht's mit der neuen Folge. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Saison für Inter läuft ähnlich enttäuschend wie bei uns. Die Form ist nun ein bisschen besser. Insofern bin ich mal gespannt, wie die Partie hier ausgestaltet sein wird. Und weil das hier das gemütliche Let's Play im Vergleich zum Coventry-Spielstand ist, nehme ich euch natürlich mit, was sind das für Paarungen? Real Madrid gegen AC Mailand, Chelsea gegen die Bayern, PSV Eindhoven gegen den BVB, Juve gegen Liverpool, Atletico Tottenham, PSG gegen Barca und Sporting bekommt es mit Manchester City zu tun. Das sind wahnsinnige Partien in diesem Achtelfinale und ich bin sehr gespannt, wie die ersten Ergebnisse lauten werden. Und ich bin gerade richtig hin und her gerissen, wie wir es angehen, aber es ist ein Heimspiel, das erste Spiel. Ich wollte fast schon aufs 4-4-2 wieder umswitchen, aber wir gehen mutig in die Partie. Wir spielen die Hudson-Odoi-Diaby-Schick-Nummer vorne drin und lassen Nasraoui auf der Bank, der ansonsten im defensiven Mittelfeld Platz genommen hätte. Das ist eventuell was fürs Rückspiel in Mailand. Mit Andrich ziehe ich gegenüber Demir bei den meines Erachtens, ja, lange Wege geht er, zweikampfstärkeren Spieler hier in die erste Elf. Ja, sehr deutlich sogar, 79-65. Uns geht da ein bisschen das Passspiel dann entsprechend flöten, aber Arangis als Spielmacher sollte das eigentlich auch gut genug ausfüllen können. Und insofern denke ich, dass das unsere Wahl ist hier. Guardiol kommt rein für Tah. Broja ist natürlich eine Option, sollte Schick hier gar nicht zünden und könnte dann noch steil gehen in der Spitze. Und dann ist es, wie es ist. Wir gehen ins Spiel, wir gehen in die Partie. Ja, wir wollen natürlich ordentlichen Fußball spielen. Wir müssen uns auf unsere Grundfähigkeiten besinnen, um hier zu bestehen. Und haben aber zu Hause die Möglichkeit, einen guten Grundstein zu legen fürs Rückspiel in Mailand. Und deswegen starten wir in die Champions League-Partie. Hinspiel, Achtelfinale gegen Inter Mailand. Da kann man mal Bock drauf haben. Der Schiri pfeift an, Ivan Blagojevic. Eher defensive Mailänder treffen hier auf offensiv ausgerichtete Leverkusener, die die erste Chance haben. Traumhafter Ball von Andrich auf Diaby. Langes Eck. Handanovic mit den Fingerspitzen dran. Wow, und Patrick Schick staubt ab zum 1:0. Viertelstunde rum, wir führen gegen Inter Mailand mit der ersten Chance. Die natürlich wüten. Lautaro Martinez zieht von rechts nach innen. Radetzky ist da und hält den Ball. Nächste Chance. Calhanoglu findet Barella. Der zu Lukaku, der auch noch dabei ist. Ah, abseits wird zurückgepfiffen. Glück für uns. Nächste Chance über Guardiol. Passt, landet bei Schick. Schick hat's nur durch steil. Ah, der scheitert aber leider an Handanovic. Schöner Angriff von uns und gut eigentlich. Sollten weiter so spielen und es geht genauso weiter. Diaby setzt sich im Strafraum durch. Schuss aus 13 Metern. Handanovic ist da. Mailand versucht sich zu wehren. Martinez kann sich auf dem rechten Flügel nicht durchsetzen. Calhanoglu kommt dazu. Flanke in die Mitte. Kopfball von Lukaku kann Radetzky abwehren, hält den Nachschuss von Brozovic. Oh, Glück für uns an der Stelle. Radetzky ist gut drauf. Halbe Stunde gespielt. Was ist dann los? Konterchance für die Mailänder. Calhanoglu schießt. Tor. Ah, bitter 1:1. Wir rennen in den Konter. Und damit geht alles von vorne los. Oh, drückend eine gewisse Überlegenheit von Mailand. Aber wir haben die Chance. Ah, nutzen sie nicht. Calhanoglu Dreh- und Angelpunkt. Barella kommt zum Nachschuss. Frimpong kann den Gott sei Dank zur Ecke lenken. Wir müssen aufpassen jetzt. Radetzky fliegt am Ball von Calhanoglu vorbei. Martinez Gott sei Dank zu überrascht. Oh, wir schwimmen. Lukaku setzt sich gut gegen Tapsoba durch, legt auf Barella zurück. Radetzky kann den Ball Gott sei Dank aufnehmen. Wir retten uns hier in die Pause. Oh, wir retten uns in die Pause und sind es eigentlich selbst schuld. Das 1:0. Mit vielen weiteren Chancen gespickt von uns. Also die offensive Ausrichtung funktioniert ganz gut. Und dann rennen wir in den Konter. Ja, genau so weitermachen ist eigentlich ganz gut. Und dann die Konter entsprechend besser absichern. Arangis macht es nicht gut, ehrlicherweise. Frimpong umso besser. Auch Sessegnon. Und Guardiol macht eine gute Partie. Von Wirtz wenig zu sehen.
kommen hier noch nicht wirklich motiviert, das muss man auch dazu sagen. Schicken alle zum Warmmachen und hoffen, dass sich die Szenerie jetzt hier erstmal ein bisschen beruhigt Anfang der zweiten Hälfte. Boah, Arangis foult im Strafraum. Schiri hat aus irgendeinem Grund nichts gesehen. Und wir haben Glück, dass es keinen Elfmeter gegen uns gibt. Ja, da kann man mal die Konzentration der Mannschaft fordern. Und dass die Chance Wirtz legt auf Diaby, verzieht leider. Jetzt hat Mailand wenig von der Partie. Stunde ist jetzt rum. Mäßiges Niveau jetzt hier. Ich denke, wir wechseln jetzt das erste Mal. Tabsoba macht keine gute Partie. Wir bringen Tah und bringen auch Demir bei für Arangis, der es nicht gut macht. Da muss ich aber in die Taktik und hier noch ein bisschen was anpassen und dann sind wir gleich zurück. Alles erledigt. Ab in die letzte halbe Stunde hier. Mailand mit einer Riesenchance. Lukaku nimmt den Ball gut mit, zieht ab. Radetzky hat Probleme. Oh, unsicher klärt er zur Ecke, aber immerhin. Boden sehr, sehr nass. Radetzky weiß nicht, ob er rauskommen soll bei der Ecke. Martinez verfehlt das Tor mit dem Kopfball um wenige Zentimeter. Wirtz holt sich gelb ab wegen Meckerns. Das ist extrem bitter. Haben drei Wechsel noch. Damian kommt für Acerbi. Ecke von Demirbay fliegt rein. Handanovic kommt raus, fängt die Ball sicher und gut ab. Vieira geht auf rechts außen. Das kann er auch spielen. Lassen Wirtz drin. Ich denke und hoffe, dass er es geregelt bekommt. Oh, und dann die nächste Chance von Mailand. Calhanoglu nimmt Maß, 25 Meter. Oh, knapp übers Tor. Radetzky sah den Ball hinter sich senken. Calhanoglu holt sich dann gegen Wirtz gelb. Trikotzupfen gibt es heutzutage auch noch. Noch 10 Minuten. Dzeko kommt nochmal für Lukaku, der ein gutes Spiel gemacht hat in meinen Augen. Na, 3,0 bewertet hier. Calhanoglu, wie ihr seht, Dreh- und Angelpunkt. Frage ist, wechseln wir nochmal? Wir haben Bro ja noch. Ja, könnten den sicherlich vorne nochmal reinbringen. Und Masraoui für Frimpong. Und dann geht es eigentlich nur darum, jetzt nicht noch das 1:2 zu fangen. Das muss man so ehrlich sagen. Es sind noch 5 Minuten, aber Mailand hat nochmal eine Chance. Abseits von Dzeko. Gleiche Höhe. Angeblich. Trotzdem zurückgepfiffen. Dzeko verzieht dann im nächsten Moment. Und es gibt noch eine Minute obendrauf. Passiert noch was? Ja, nochmal gelb für die Mailänder. Aber das wird es dann gewesen sein. So ist es. Und es ist ein gutes 1:1. Kein perfektes 1:1 und es ist natürlich bitter, dass der Konter hier zum Tor führte. Aber wir holen Achtungserfolg gegen Inter Mailand und gehen mit allen Chancen ins Rückspiel. 1:1 hier. Gucken auf die weiteren Ergebnisse. Ebenso bei Real Madrid gegen Mailand. Chelsea gewinnt 2:0 gegen die Bayern. Jorginho und Hakim Ziyech treffen. Dortmund fertigt Eindhoven im eigenen Stadion ab. Donny Malen macht sich richtig Fans bei seinem ehemaligen Arbeitgeber. Gio Reyna trifft auch doppelt. Ebenso deutlich Liverpool 5:0 gegen Juve. Wow. Atletico Tottenham alles auf 2:2 und PSG verliert zu Hause 2:1 gegen Barcelona. City hält es knapp in Lissabon. 2:1. Ich denke, das Rückspiel wird dann eventuell ein bisschen deutlicher. Und dann sind die Gefilde etwas beruhigter. Wir müssen gegen Werder Bremen ran. Vierter gegen Fünfter interessanterweise. Und das gegen eine Bremer Mannschaft, die weit über ihren Möglichkeiten spielt. 16 stärkste Mannschaft eigentlich, sind aber wohl gut in Form und spielen eine Riesensaison. 2:0 ging das Spiel zu Hause aus, wir müssen aber jetzt hoch in den Norden. Oh, Topspiel aber Leipzig gegen Gladbach, interessant. Wir gucken, dass wir ein bisschen gewechselt bekommen. Bringen Masraoui mal für den Dauerbrenner Frimpong. Auf rechts. Sessegnon steht vor der Gelbsperre. Wobei, Wirtz ist noch schwächer von dem Frischewert. Wir nehmen das also entsprechend an, lassen Hatznodoi drin und bringen Vieira im offensiven Mittelfeld. Nächstes Spiel, Bremen-Leverkusen. Und wir verlieren das heute nicht. Wir wollen an die guten Leistungen der letzten Spiele dann jetzt doch wirklich dauerhaft anknüpfen. Auch das 1:1 gegen Mailand war durchaus brauchbar. Und wir müssen in der Liga in diesem wichtigen 6-Punkte-Spiel gegen die Bremer jetzt hier entsprechend den Dreier holen. Und das hoffe ich auch auswärts zu schaffen. Marco Fritz, der Schiedsrichter. Auch Werder Bremen-Fans im Hintergrund schon zu hören. Anpfiff hier. Am 24. Spieltag. Wenig los, die ersten 10 Minuten. 20 Minuten, es passiert rein gar nichts. Duksch verletzt sich allerdings, Kapselprellung. Und dann die Bremer mit Gruev in der ersten Chance. Füllkrug, Fernschuss 30 Meter zu unplatziert. Radetzky wird nicht ernsthaft geprüft. Aber die Bremer sind jetzt da. Halstenberg mit einer Flanke. Radetzky ist die Sicht versperrt. Oh nein, und er geht rein. 1:0 für Bremen. Zweites Tor. Halbe Stunde rum und wir haben nichts vom Spiel. Da ist die erste Chance. Hochkaräter. Diaby geht am Strafraumrand zu Boden. Rappelt sich auf. Fällt gegen Stark. Reklamiert.
Und Fritz lässt weiterspielen. Aber natürlich viel zu wenig hier. Das waren ein Hauch voll Chancen, die eine einzige für uns. Was ein katastrophaler Auftritt von uns. Oh, eine leichte Brandrede wäre angebracht. Flammende Rede, Spieler sind sehr motiviert für die zweite Hälfte. Das kann so nicht sein, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Relativ zügig kommt jetzt hier Florian Wirtz. Für den, wie alle anderen, schwachen Vieira. Ecke von dem hierbei kommt rein, jetzt sind die Chancen da. Kein Problem für Weiser allerdings, der die nächste Ecke für uns beschert. Pavlenka kommt raus, fängt das Ding leider sicher ab. Oh, sind jetzt drückend überlegen. Gelb für Weiser. Stunde schon rum. Wir gehen tatsächlich auf eine Dreierkette hinten. Wir spielen mit dem 3-3-4-System. Haben jetzt einen immensen Druck hier aufgebaut über die taktischen Mittel. Und ich hoffe wirklich auf Besserung jetzt hier nochmal. Wir müssen irgendwie zum Torerfolg kommen. Die Niederlage wäre das Schlimmste, was wir hier erreichen könnten. Spiel verflacht leider wieder. Noch 22, 23 Minuten plus X. Wo ist die Brandrede? Beziehungsweise kam sie überhaupt bei den Spielern an? Bremer mit einer Chance über Füllkrug. Gleiche Szene übrigens mit dem fast Foul im 16er hier bei den Bremern. Aber auch da lässt Fritz weiterspielen. Tadellose Leistung angeblich. 10 Minuten, aber es passiert rein gar nichts. Das ist echt bitter. Voller Eingriff natürlich eingestellt jetzt hier. Aber eine ganz schwache Leistung von uns mal wieder. 5 Minuten. Schaffen wir überhaupt noch eine Chance? Ihr seht es hier oben, der Ball ist blau. Wir haben nichts vom Spiel. Wir wehren uns nicht, wir wollen kein Tor schießen. Es gibt noch eine Minute oben drauf und die Zeit verpufft hier einfach komplett. Und dann ist Schluss. Oh, das ist richtig bitter. Da muss ich durchpusten. 1:0 gewinnt Bremen hier im Spiel gegen uns. Und ihr seht's, damit sind die auf 3 Punkte ran. Auf 3 Punkte ran und oben gewinnt alles. Bayern, Leipzig, Dortmund gewinnen. Und die 2 Siege waren nur ein Zwischenspurt von uns. Und es wartet Bayern München. Champions League in Gefahr. Durch so eine dämliche Niederlage in Bremen, die, wie gesagt, eine richtig gute Saison spielen. Und ihr seht es ja, heimspieltechnisch sind die richtig stark. 3 Heimsiege in Folge. Boah, ist das bitter. Und die Bayern kommen und haben immer noch kein Spiel verloren. Schaffen wir das wie gegen Dortmund, ausgerechnet gegen diese Mannschaft dann zu gewinnen? Tja, was soll ich sagen? Die besten Newcomer der Saison, ihr seht's, viel Orange, Broja, Logic, Vieira und Hudson-Odoi sogar auf Rang 1. Puh, das ist mal eine interessante Bewertung. Adeyemi noch dabei, Erik Martell vom FC Köln. Und dann ist er aber da. Der Tag, den ich nicht haben will jetzt hier eigentlich. 0:3 sind wir im Hinspiel untergegangen und guckt euch mal an. Form, Saison, die Bayern sind das Maß aller Dinge. Wie wollen wir das durchbrechen? Wir müssen es irgendwie. Ist natürlich das Topspiel des Spieltages. Runde 25. Oh nein, und Radetzky ist verletzt. Gutes Timing, Junge. Was hat er? Knöchelprellung. Scheinbar im Abschlusstraining sich was geholt. 4 Tage raus. Richtig, richtig gutes Timing. Damit geht Lunev natürlich rein. Und das ist eine signifikante Schwächung für uns. Alles eingestellt, Taktik eingestellt, 4-4-2 in der Raute. Wir versuchen es auf diese Art und Weise gegen die Bayern. Boah, es kommt echt zur Unzeit, es tut so weh. Vom Unentschieden Inter Mailands über die Niederlage gegen Bremen zu den Bayern. Was sollen wir der Mannschaft mit auf den Weg geben? Wir können das gewinnen? Werden die das Leben schwer machen? Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Und wer weiß, ob wir hier im eigenen Stadion nicht die Möglichkeit sehen, tatsächlich den Bayern die erste Saisonniederlage zuzuführen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie. Hoffentlich bleibt sie lange spannend. Das wäre mal das Erste, was wir uns wünschen. Aber 100 Stärkepunkte dazwischen, das ist ja Wahnsinn. Warum die Bayern das denn alles her? Neuer, Davies, Upamecano, De Ligt, Pavard, Goretzka, Kimmich, Müller, Mané, Coman, Gnabry. Ja, kann man so spielen. Und Musiala, Sané, Sabitzer und Hernandez sind nur auf der Bank. Das ist schon Qualität. Konzentration von vorne weg. Viertelstunde passiert wenig, das ist erstmal gut für uns. Müller setzt sich dann aber durch, passt zu Coman. Kann den Ball aber nicht kontrollieren. Optisch sind die Bayern überlegen. Wir kämpfen aber gut, verteidigen geschickt. Das gefällt mir erstmal. Haben aber sehr, sehr wenig von der Partie. Flanke von Coman, Sadio Mané steigt höher als Tapsoba, Pfosten. Was ist denn mit Tapsoba bitte los? Ich hatte Konzentration gefordert.
Halbe Stunde rum, wieder die Chance für die Bayern. Wieder über Coman, wieder von rechts. Guardiol klärt. Kimmich legt den Ball zu Coman raus. Lunev hat das Ding. Oh, und das ist echt bitter mit ihm. Aber da die nächste Riesenchance der Bayern. Coman drückt und findet im Strafraum Müller. Oh, und Tapsoba auf der Linie. Huh, Glück rettet für Lunev. Und alles über Kingsley Coman. Guardiol köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Das ist halt schon zu wenig. Und wir retten uns hier mit einem 0:0 in die Pause. Guardiol macht das sehr gut, das ist richtig. Haben wir auch so gesehen. Tja, seid wachsam, klar. Abwehr macht das relativ gut. Vorne passiert halt sehr wenig. Demirbay könnte ein bisschen mehr zünden. Und auch Schick, wobei ein Stürmer zünden lassen zu wollen, ist auch immer schwierig, wenn von hinten nichts kommt. Vielleicht war die Ansage also nicht ganz gerechtfertigt. Sehe ich ein. Zweite Halbzeit. Bayern wieder. Ecke von Kimmich. Viel Effet in den Fünfer. Goretzka im Duell mit Masraoui. Kann den Ball nicht drücken und er geht deshalb Gott sei Dank klar drüber. Lunev hebt die Hand. Aber ausschließlich die Bayern. Kingsley Coman kommt von hinten ran. Lunev hat den Ball. Macht eine gute Partie insgesamt. Sessegnon holt sich gelb. Oh, und damit fehlt er im nächsten Spiel. Stunde ist rum, es steht weiterhin 0:0. Achtungserfolg für uns hier. Und dann die erste Chance tatsächlich. Demirbay wird nicht gestört. Aus der Distanz wird der Ball von den Bayern zur Ecke abgefälscht. Was ist dann los? Die kommt rein, wieder von Demirbay. Tickt so für Schick. Kann den Ball leider nicht drücken. Knapp drüber. Erste Chance aber. Hernandez kommt für De Ligt. Und Rani Khedira für Kimmich. Interessanter Wechsel bei den Bayern. Wir müssen allerdings jetzt auch ans Wechseln denken. Bringen aber noch nicht Vieira, das wäre verfrüht. Arangis für Andrich ist hier die erste Option. Und Tah für Tapsoba. Ja, wobei die Innenverteidiger machen eine gute Partie. Wir lassen das noch so. Bayern kommen wieder über Sadio Mané mit dem Einwurf. Khedira verlängert. Gnabry schneller als Tapsoba. Oh nein, und er geht über die Linie. Unerreichbar, Innenpfosten rein. Damit müssen wir natürlich jetzt mehr machen. Versuchen die Bayern zu überraschen und werden jetzt auf einmal sehr aktiv. Bayern spielt schon auf Zeit. Das 1:0 scheint ihnen zu reichen. Bringen Vieira für Wirtz. Diaby für Sessegnon. Und Hudson-Odoi für Masraoui. Und Tah für Frimpong. Womit wir wieder beim 3-3-4 wären. Was wir schon letztes Mal gespielt haben. Jetzt muss aber natürlich was passieren hier. 80. Spielminute. Langholz quasi. Wann immer möglich. Ihr seht selbst, noch 10 Minuten sind zu spielen. Was geht? Choupo-Moting kommt für Gnabry. Die Bayern nochmal über Müller. Kommt zum Schuss. Aber Lunev hat das Ding. Wir versuchen es mit einem vollen Angriff hier die letzten 5 Minuten. Goretzka, Sprunggelenksverletzung. Wie oft können die Bayern noch wechseln? Oh, schon noch zweimal, wenn ich es richtig sehe. Jetzt kommt Musiala. 3 Minuten gibt es oben drauf, aber wir haben keine Chance mehr. Doch, da ist noch eine. Schöne Kombination. Jetzt Vieira zu Demirbay, zu Hudson-Odoi. Flanke, Upamecano hat leider aufgepasst, klärt zur Ecke, die kommt jetzt nochmal rein über Demirbay. Bringt die noch was? Vom Tor weg, aus dem Strafraum raus, Diaby, oh, links vorbei. Links vorbei. Und damit ist das Spiel vorbei. Die Bayern gewinnen 1:0 gegen uns. Bremen, Gott sei Dank, in Anführungszeichen nur unentschieden gegen die Gladbacher. Damit behaupten wir Rang 4. Und die Bayern gewinnen und sind... Boah, sind die eigentlich schon Meister? Ich kann es nicht durchrechnen. Nee, ich glaube, dann kommt die Anzeige im Screen. Wir erwehren uns und müssen zu den Schalkern, die unten drin stecken, und zwar tief drin stecken. Das ist ein Pflichtsieg. Da lege ich mich jetzt fest. Kann kommen, was will. Danach die Frankfurter und danach Wolfsburg. Das sind dann schon wieder schwerere Kaliber. Insofern ist das Spiel gegen Schalke wie immer leider Gottes sehr, sehr wichtig. Bewerten noch die Wintereinkäufe hier. Guardiol ist eine gute Verstärkung, ja, das sehe ich auch so. Und Broja ist ein guter Griff, mehr hatten wir an der Stelle nicht. Und was könnte es Besseres geben, als jetzt auch einmal schon wieder gegen Inter Mailand ran zu müssen? Rückspiel Champions League, die Top-Partien, sie gehen nicht aus. Ihr seht hier den Mailänder Dom rechts im Bild. Und wir müssen tatsächlich irgendwie schaffen, das 1:1 in ein Achtelfinale ins Gesamtsieg umzuwandeln. Das alles seht ihr in der nächsten Folge, da bin ich mir relativ sicher, denn ihr schaltet doch bestimmt wieder ein, wenn es heißt Inter Mailand gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir haben, sind wir ehrlich, immer noch eine schwierige Phase mit der Truppe vor uns. Das läuft alles gerade so gut, aber nicht wirklich gut. Und die Saison und die Form werden uns hier auch entsprechend relativ deutlich mit nur einem Stern quittiert.
Sei es drum. Das Spiel ist jetzt da, wir müssen gegen Mailand ran und wir müssen versuchen, hier irgendwie ins Viertelfinale einzuziehen, um ein paar Millionen noch locker zu machen, die wir durchs Pokal-Drittrunden aus, wohlgemerkt, schön verspielt hatten vor ein, zwei Folgen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir steigen dann genau mit dieser Partie wieder ein. Bis dahin, euer Let's Blinter. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.